Und da war er sehr, sehr gut. Das habe ich noch in Erinnerung. Und den konnte man immer so schön aussprechen. Das heißt Seiken. Dann klingt er nämlich wie ein Tekken-Fighter. Wir gehen aber jetzt in die Knife Round zwischen Penta und DotPixels. Welche Seite würdest du dich entscheiden bei gewonnener Knife Round? Ich tippe auf CT. CT, ja. Klasse. So, Knife Round startet gut für Penta, sehr gut sogar. Beiden Fracks auf Seiten von Penta. Schnelle Knife Round, vier Leute überleben. Schließen sich dir an, starten auch auf der CT-Seite. MT, hier kommt noch der Request, etwas lauter. Dass du mich ein bisschen lauter machen sollst, ja. Wahnsinn. Mann, Mann, Mann. Wenn du wüsstest, dass ich dich schon auf 9,5 plus habe. Es ist irgendwann noch ausgereizt, Jungs. So, bist du jetzt auf 11. Bis es irgendwann voll zerreißt. Ah, bist du laut. So, ich drehe mal mein Headset ganz kurz ein bisschen leise. Aber wir starten in die Pistol. Penta, DotPixels. Penta auf der CT-Seite, DotPixels auf der T-Seite. Tarsin, aktuell der einzige Spieler, der sich Richtung B orientiert. Schließt da schon gut offensive Pushes aus. Dann nötige Infos sammeln. Auch Toni steht da im Haus bei A bereit, um dann die Position abzuchecken. So, Tarsin mit der B-Haus-Smoke. Die wird wahrscheinlich oben das ganze B-Haus. Ja, den Balkon zum. Ah, die ist gefailed. Die muss ein Stück weiter vorkommen. Und das kann jetzt für den Go fatale Folgen haben. Denn auf einmal schieben alle CTs rüber. Das, als eine Smoke die Runde entscheiden kann. Trotzdem die Frags auf Seiten von DotPixels. Boah, schöner Headshot noch von Speedy und von Dennis. 3 gegen 3 Situation. Und die Bombe ist, glaube ich, sogar offengelegt. Jin mit Problemen. Jetzt ist es nur Korai und Tarsin. Beide in der Action. Die Bombe liegt offen für die Action. Die Frage ist, ob jetzt beide bekannt sind. Korai wird da fighten müssen. Der wird fighten müssen. Jetzt zieht Tarsin mit rum. Korai mit Problemen. Kommt noch zum Reload. Bombe wird aber durchdiffused. Und damit die Piste an Penta, oh, und auch noch der Knife. Oh, wow, wow, wow. Das gibt nochmal richtig Schotter. 1500, richtig in die Tasche. Aber da siehst du mal, was eine Smoke machen kann. Ja? Diese Smoke ist komplett gefailed und du hast gesehen, wie die CTs auf einmal ganz schnell. Also, da war auf einmal Land unter auf B. Da war kein Schwein mehr. Ja, vor allen Dingen, wenn nur eine Smoke fliegt und dann maximal 2 Flashes, eigentlich checkt man das dann auch schon direkt, dass es nichts Ernstes wird. Ja, natürlich. Aber die flog halt echt, echt blöd. Das hast du süß ausgedrückt. So, es geht jetzt wieder schnell Richtung A. Und da kommen die NK9s. Oh, Seiken auch. Direkt mit dem Headshot. Billy versucht dagegen zu steuern, hat hier aber Probleme. Dennis mit dem Frag. City Base, Bombe down. Gut, der Flash und Dennis macht ihn. Das war genauso gewollt von Dennis. Aber jetzt ziehen sie über. Da wird einmal komplett aufgeräumt. Da hat sich Speedy gut verhalten, dass er damit der Scout schön defensiv geblieben ist und seine Mates hat machen lassen. Gar nicht weiter den Frag riskieren. Da haben wir schon die erste Waffenrunde auf Seiten von DotPixels. Oni da direkt in der Mitte am Fence gegen Crystal, der da ein bisschen verschießt. Aber macht jetzt den Frag. Die anderen bauen sich dann jetzt ein bisschen für den Bego auf. Den jetzt vor einer Smoke. DotPixels bleibt bei ihrem Standardaufbau. Felix geht da Action ein bisschen offensiver. Mit einer guten Flash und Dennis könnte er da jetzt ausschließen gehen. Aber die schieben schon zur Richtung B. So, Tarsin jetzt Vollgas Richtung B. Aktuell nur Speedy da. Mit der CZ und mit der Scout. Gut gemoved von Speedy. Und auch da gut gemoved. Schöner Shot. Korai als einziger jetzt mit der Waffe. Die kann er eigentlich schon, auch wenn es schwer wird, versuchen 45 Sekunden da wegzubringen. Ich weiß nicht, ja. Felix hat es gesehen. Der kann jetzt Korai sogar ansagen. Ja, viel Spaß, Korai. Das wird eine lustige Aufgabe. Das sieht man jetzt auch im Radar, wie die Hunter-Spieler ihn jetzt versuchen. Wie die Ameisen sich langsam in die Richtung bewegen. Felix macht nur zu. Korai guckt nochmal aus dem Fenster. Auch mal ein bisschen Sonnenlicht für Game. Pause gecallt. Und Drops und springt ihm ins Gesicht. 5 Waffen durchgebracht.
bei Penta. Schöne Runde. Schöner Dropkick da von Robson. Direkt die Pause. Denkst du, warum sie jetzt Pause machen, um sich eher zu beraten oder weil sie Probleme haben? Also Probleme im technischen Sinne jetzt nicht. Tarsin hat Hyping, ja. Also. Ich denke, das wird's dann sein. Oh Mann. Tarsin zeigt sich von seiner besten Seite. Ja. Ja, tatsächlich. Eieieiei. Ja, und Crystal, das sei natürlich dann auch ausgerichtet, grüßt seine Mutter Erika. Auch da natürlich wieder Grüße an die Erika. Ob er vielleicht deswegen die Smoke verschmissen hat, weil er einen Lag im Wurf hatte? Ein Lag im Wurf, ja. Ist nicht richtig vom Beckenrand gesprungen. Der dauert ganz lange. Ja gut, ich meine, wenn er jetzt die ganze Zeit irgendwie mit Müttern telefoniert und campt, ist klar, dass er ein bisschen nervös wird und die Smoke verwirft, oder? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich auch nicht. Man untereinander, unter Freunden versteht man ja die Mutterwitze, ja? Ab und zu. Aber am Finale habe ich da jetzt nicht mit gerechnet. Weil man kann sagen, ich glaube, ich habe da Mutter gehört, weil halt wirklich so. Ne? Da geht es dann wohl richtig zur Sache gerade. Ja, also es ist auf jeden Fall ein längeres Telefonat. Es wird auch irgendwie immer ein bisschen intensiver. Ja, du siehst den Höhepunkt an Tarsins Ping, würde ich behaupten. Ja. Oh, jetzt ist er wohl vorbei. So, Tarsin ist fertig. Höhepunkt ist vorbei. So, Tarsin dann aufgelegt. Gruppenchat ist beendet. Und weiter geht's. Ich dachte eigentlich, Tarsin hat mal kurz auf HD umgeschaltet. Das war das große Problem. Ah, komm, jetzt ist gut. B-Rush. Robson alleine an B. Steigen mit der NK9. Robsons Speedy räumt da schon auf. Steigen macht da auch den Headshot. Boah, da kommen sie einfach aus allen Seiten rausgesprungen. Crystal total respektlos, kommt aus dem B-Haus, macht da den Superman, springt einfach aus dem Fenster und schießt alles weg mit der Duel, was er nur kann. 4-0, Bombe aber gelegt, trotzdem eine gute Eco bei Dot Pixels. Ja, wenn du so von Duels gekillt wirst, ist auch nochmal so eine Masche, um so ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Das ist nicht so eine Waffe, die man immer benutzt, aber wenn er sie gut beherrscht, mein Gott. So, Waffenrunde jetzt hier bei Dot Pixels. Phew! Ja, da hat Crystal mal ganz kurz genickt. Icon da mit dem First Strike gegen Crystal. Die stellen sich wieder eher Richtung A-orientiert auf. Felix geht da jetzt Action-Offensiv, wird da, wenn er Pech hat, gleich in drei Gegner reinlaufen oder wird auch völlig ignoriert. Steht da sehr gut. Jetzt kann nicht. Sich da durchlaufen lassen und... Oh, er veraimt, aber er macht doch wenigstens einen. Ja, er hat schon gedacht, der wäre schon down und zieht dann rüber. Dennis, wichtiger Pick noch. Gegen Standardplan, Speedy auch noch und damit eine 3 gegen 2 Situation. Speedy aber mit Low AP. Boah. Kommt der Molotov und dann die HE, da war überhaupt keine Chance für Speedy, den haben sie da festgenagelt. Jetzt ist es Robson, der rumzieht, das ist Gatbright, noch Saiken und Dennis zieht mit gut rum, macht den Refrag und 5-0 für Penta. Aber das, was sie gerade mit Speedy da im Switch angestellt haben, hui. Ja, die Explosion hast du bis hier gehört. Erstmal schön den Molotov, dass Speedy rausrennt, um ihn dann vorne noch vor die Nase noch eine HE zu werfen. Aber nochmal, um auf
Dennis' KD-Geschichte zurückzukommen, er führt ja derzeit mit 8-0. Ja, also so macht er Also, way natürlich. to go. Also wir können vielleicht nachher mal schauen, oder vielleicht kann uns Dennis das auch berichten, was er in der aktuelle für KD hat. Er möchte am Ende der Season eine 2-0er KD haben. Penta wieder gekauft, zeigen jetzt mit der AWP. Penta Doppings gekauft, sorry. Stellen sich hier auch für B auf. Aber sind sich dann noch so ein bisschen unsicher. Schieben dann nämlich direkt. Und die Mitte ist offensiv von Penta eingenommen. Felix, Crystal kann da jetzt gut callen. Könnte jetzt vielleicht sogar einige Steps in der T-Base zuordnen. Auch Felix steht da sehr offensiv im Action. Sie Wieder rotieren dann immer. doch wieder zu B. Da ist Ups. Robson, der da jetzt Kontakt hat. Ja, der spielt das auch gut. Damit eine kurze Info, geht sofort wieder weg. Aber der Molotow tut weh. Allerdings kann Robson noch nichts anstellen, denn es ist sehr früh da. Schöne Flash dagegen. Robson 4 gegen 4 Situation bei gelegter Bombe. Crystal noch von hinten am B-Haus. Und ich glaube nicht, dass er das auf dem Schirm hat. Felix, wichtiger Pick. Und Crystal macht sogar den Frag dagegen den Hausspieler, der eigentlich die bessere Position hatte. Und Felix auch noch mit dem Frag. Und damit 6 zu 0 für Penta. Und jedes Mal, also Retake hat Dotpix jetzt auf jeden Fall, zumindest jetzt in den ersten Runden, Probleme nach gelegter Bombe. Das heißt, Retakes, aber zumindest den Spot zu halten. Ich finde es schade, ich weiß nicht, wie Doppixes die Matches vorher gewonnen hat. Wenn das auch solche Goals waren, dann kann ich verstehen, dass sie sie so spielen, aber ich finde, sie geben dem Gegner wieder viel zu viel Raum. Mitte offensiv gepusht und ja, Felix hat Action vorne, immer schnell die Infos, falls da was passiert. Einzige Spieler, die halt defensiv bleiben, ist der B-Aus-Spieler, in dem Fall Robson. Christopher versucht durch die Small, wird gut gebankt von Jin und Co. Und Johnny schreibt gerade 1,14er KD hat Dennis gerade. Danke dafür. Naja, hat er noch echt ein bisschen was zu tun. Ja, zwei, drei Matches, Boah. 80-0. Schöner Headshot von Tarzin dagegen Felix. Und auch die HE sitzt, aber Dennis steht da komplett alleine auf dem A-Spot. Aber bisher handelt er das sehr, sehr gut. Und Der muss jetzt. jetzt nur noch defensiv bleiben und seine Mates dazu holen. Wird doch rausgesmoked. Stellt sich aber doch offensiv in die Smoke mit seinem Schlitz. Ja, Kannst du mir das Haus callen? stand er eben schon einmal. Oh, da macht er den Frag. Immerhin Kommt da noch ein. gut weg. Aber alles Weitere wird eigentlich unmöglich. Also die Runde können sie nicht holen. Es geht nicht. Es wäre, also da müssten schon alle vier Spieler AFK gehen. Speedy macht jetzt auch das einzig Richtige. Obwohl. Er will die Runde noch teuer machen für Dot Pixels. Geld ist da. Nicht die schlechteste Entscheidung. Jetzt auch eigentlich gehört haben, dass die Leute im Döner sind. Also die Runde auch besser gespielt von Dot Pixels, weil Mitte schnell eingenommen, haben dann Raum zum Spielen, haben dort auch den Frag direkt gemacht. Dann nochmal einen Pick gezogen und dann war es auch schon fast vorbei für Penta. Besser als diese Ghosts, wo sie einfach nur stehen und halt nichts tun, außer Infos zu holen. Mal gespannt, ob sie den Spielstil jetzt beibehalten. Tarzin orientiert sich jetzt alleine Richtung A zum Haus. Und Dennis pusht da die Mitte. Macht den Frag gegen die Bombe. Geht da auch wieder Def mit Low AP. Wird gedeckt von Crystal. Aber er wird noch geholt. Und Saiken direkt mit dem nächsten Frag gegen Speedy im Switch. Starker Headshot. Crystal kann da nochmal nachsetzen. Saiken da und Felix mit Frag gegen Tarzin. Jetzt ist nur noch Jin und Toni. Toni mit einem AP. Aber mit Gegen dieser drei Position Spieler am von Penta. Kerrigan hat Dotpix jetzt gerade wie immer Probleme, egal wer da steht. So, Jin muss die Runde jetzt entscheiden. Toni da jetzt auch schon komplett aus dem Spiel gerissen. Jin jetzt der Letzte, aber der wird dann nicht mehr viel machen können. Außer den Schön. Headshot gegen Felix. Ja, wenn er da Crystal jetzt irgendwie Lucky rausnehmen kann und das gut moved, dann hat er dann noch eine Chance. Oh, das könnte gut für ihn sein, aber er wird gedeckt von Robson, auch gecallt und ja. Gut aufgepasst von Robson. 7 zu 1. War dann auf jeden Fall eine gut abgesprochene Deckung am Ende.
Ja, Penta zeigt sich dominant wie vorhin, nur diesmal auch seit den CTs am Anfang. Schauen, ob der Pixels da noch was gegen bieten kann. Also Felix gefällt mir an der Action sehr gut, spielt da sehr aggressiv, durchgehend. Aber macht er auch seine Frags, auch wenn es jetzt gerade... Naja, wenn er seine ein, vielleicht auch zwei Frags da mal zieht, ist das okay. Reicht ja auch schon, um die Action auszuschließen, um eine Info zu haben. Oh, die Flash kommt aber an den Gegnern vorbei. Ja, macht noch einen Headshot, aber wird da rausgenommen. Tarsi sind jetzt in der Team-Track. Billy macht noch einen gegen Koray. Noch einen zweiten gegen Saiken. Sehr schön. Einfach nur rumgezogen. Saiken stand da komplett mit der Granate offen. Dennis auch noch. Und das sieht richtig gut aus gerade bei ihm. Tarsi mit einem Frag, Toni mit zwei. Ja, und Saiken im Moment der Mad-Fragger. Der einzige, der so ein bisschen heraussticht bei den Dot-Pixels. Auf der anderen Seite bei Penta Dennis und Speedy und Crystal, die im Moment die Mad-Fragger sind. Gerade Dennis, sehr gutes Spiel. Felix hat da auch nochmal gut Damage setzen können, obwohl die Flash halt, konnte er halt nicht wissen, aber die war halt schlecht getimed. Weil die sind dran vorbeigerannt und haben ihn halt nicht direkt gekillt und das war so ein bisschen das Problem. Jetzt der Eko. Tarsin versuchte da so ein bisschen eine ja, überraschende Position zu wählen. Dennis hat das am Schirm. Sieht auch wieder sehr gut aus für Penta. Toni aber noch mit dem Frag ist bekannt. Da Crystal raus. So, mal schauen. Saiken und Koray. Koray im B-Haus. Mit der Glock, der wird dann nicht viel anrichten können. Nein, wird rausgenommen von Robson. Neunte CT Runde für Penta. Verloren ist hier natürlich noch nichts. Wenn sie jetzt vielleicht, ich sag mal, drei, vier Runden da noch holen auf der T-Seite, dann passt das. Vielen, vielen Dank, Matadore. Ich sehe das, keine Angst. Danke, mein Guter. Trotzdem entscheidet die Runde, denke ich mal, doch schon jetzt darüber, ob sie jetzt gewinnen oder nicht. Selbst wenn sie jetzt noch wenig Runden ziehen, wir wissen, wie gut Penta als Terror spielen kann. Und ich denke mal, Mirage wird da keine Ausnahme sein. Ja. Pixel stellt sich jetzt hier zu einem Go auf, Richtung A. Haben aber gleichzeitig noch einen Mittelspieler abgestellt. Und B steht niemand und da ist gerade Crystal sehr offensiv mit der AWP, der kann direkt ausschließen. Man sieht doch schon schön die Rotation auf dem Radar Richtung A. Lustig wird's jetzt, wenn Koray die Smoke jetzt gleicht. Was ist er denn? Ach, Koray war's gar nicht. Frack. Sorry. Dennis. Direkt aus dem Spiel genommen, Speedy kann auch nachsetzen und Tarsin jetzt mit einer sehr guten Position, sehr weit vorne. Boah! Schönes Ding von Crystal. Robson mit der HE. Oh, Tarsin macht eins, kriegt den blinden Spieler aber nicht und fällt. Alter, Crystal einfach die bessere Pistole. Probleme bei Tarsin und 10 CT-Runden. First Track zwar gefallen, aber dann wieder Probleme gehabt, zum Beispiel aus dem Haus rauszukommen, zusammen mit Actionspieler. Tarsin eigentlich mit einer sehr guten Position, hätte sogar direkt zwei machen können vorne. Hat dann beim zweiten aber ein bisschen gefailt. So, jetzt hier der Eco Go auf B von Dot Pixels. Da steht ja schon Crystal, der doch direkt einen macht. Ja. Robson mit Problemen. Aber es ist immer jemand da, der den anderen aus seinen Aim-Schwächen rausholt. Also, ich bleib dabei. Penta ist für mich, ja, nicht Überraschung. Überraschung klingt halt gemein, aber Geheimtipp. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon, oder? Kannst du tun. Neben MTW und Alternate und Planet Key und Maus, die die Größen sind, ist Penta für mich das. Ich finde im Moment überragend bei Penta einfach Kreuzdeckung. Crystal mit einem starken Frag. Und so kennt man Crystal mit der AWP. Mitte eingenommen, direkte Infos gegeben. Dennis will da auch durchpushen. Zusammen mit seinem Mate Speedy und die werden jetzt gleich richtig Spaß haben. Denn da kommt ihm Fleisch entgegen. Ja, und direkt gefressen. Penta macht aber jetzt das gleiche, was sie auch eben bei MTW gemacht haben. Sie verlieren so ein bisschen den Respekt. Und dann habe ich das Gefühl, sind sie besonders stark, weil dann spielen sie einfach komplett ihr Aiming aus. 12 zu 1. Pff. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Ja, wie gesagt, wenn du koordiniert, aber respektlos spielst, gewinnst du. Wenn du dann noch das Ende zu hast, halt passt perfekt. Da kannst du noch so taktisch gut sein, wie du willst. Du wirst einfach totgeschossen. Ja, und ich kann da auch gar keinen Vorwurf an DotPixels machen. Also, meiner Meinung nach, sie spielen es gar nicht so schlecht. Sie hatten ja auch zwei der Runden, wo sie halt einfach den Retake nicht aufhalten konnten. Ja, das ist einfach super gehittet, was Penta gerade spielt. Und jetzt schon wieder so ein Ding von Crystal. Es macht halt auch keinen Spaß mehr. Es macht auch keinen Spaß mehr. Da wirst du doch nur noch Matsch in der Birne, wenn du so Dinger kriegst. Die könnten sich jetzt auch drehen und springen und schießen. Ja, das sagt das Crystal mal nicht. Das ist ja eigentlich, so kennt man ihn. Krass. Also Chapeau an Penta. Da sind einfach gerade richtig gute Headshots bei. Boah, der wird aber aus dem Leben geknallt, ey. So, Toni versucht hier noch ein bisschen nachzusetzen. Ist jetzt mit Zeigen alleine gegen vier Leute vom Penta. Da freust du dich. Yes. 22 HP. Da wird die Mitte angespielt. Die Flash gibt die Position bekannt. Penta hat das auch auf dem Schirm. Crystal. Mit dem Frag von der Autosniper versucht er die Jump Shots und macht noch den letzten. Na, das macht Felix. Drei Frags von Crystal. Ja. Ich sagte vor dem Spiel, es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wartet mal ab! Naja, gut. Ja, gut, ich hab die Spiele vorher von DotPixels noch nicht gesehen. Leider. Ich auch nicht, aber wenn du siehst, dass sie halt gegen Alternate gegen gewinnen, PKD gegen PKD auch, gerade ja. gewinnen, dann gehst du halt schon davon aus, dass da heute eine gute Form ist, aber anscheinend ist Penta dann halt nochmal drüber. Gott, und Chris hätte da den Frag gerade machen können, war aber mit der Smoke beschäftigt. Toni setzt danach, Idi damit down, Felix, Tarsim weg, Dennis auch nochmal mit dem Frag. Letztens wieder zwei Leute von DotPixels gegen noch drei von Penta. Diesmal ist die Ausgangssituation aber nicht so schlecht, dass Saiken schon viel Raum eingenommen hat. Wenn er da jetzt den Jump nicht verbockt hätte, dann ist das noch besser. Oh, schön von Saiken. Also der Junge gefällt mir trotzdem sehr gut. Und jetzt hat Crystal mit seinen 4 AP natürlich Probleme. Dennis hat die Bombe gesaved oben in der Mitte. Die Terrorspieler haben die Bombe leider nicht in der Hand. Das könnte jetzt ziemlich gefährlich für sie werden. Dennis mit gut Damage gegen Toni. Toni down. Und jetzt noch Saiken. Na, geh, renn weg, Saiken. Schau, sehr schön. Aber Crystal juckt das gar nicht. 14 zu 1. Kann man, glaube ich, sagen, dass die Pistol schon wichtig ist. Ja, aber was kannst du jetzt zu dem Match sagen? 14-1? Benta ist einfach aimtechnisch krass drauf. Mehr kannst du, glaube ich, nicht sagen. Und mir fällt halt auch schon wieder auf, dass zum Beispiel ein Felix sich auch wieder richtig gesteigert hat. Also, auch wenn er jetzt hier gerade nur 8 Frags hat, merkt man das bei ihm, aber dass das Aiming viel besser wieder sitzt, auch in den Spielen zuvor, als es in den letzten Monaten dann auch noch unter Alternate-Flagge oder Berserk war oder wie auch immer. Also, scheint zu klappen, dieser Spielstil. Anscheinend gefällt Felix das auch. Wollen wahrscheinlich einen Armsplit über Switch spielen. Da fällt der erste Frag für Toni. Flash ist von Crystal. Dennis geholt. Oh, Dennis nochmal mit zwei Frags. Jetzt Korai und Tarsim noch am Leben. Und Ende. Einfach nur Ende. Speedy und Crystal Ende. Einfach nur noch die Frags gemacht. Klasse. 15 ja. zu 1. Das ist, glaube ich, das einseitigste Finale, was wir jemals hatten. Ach, wir sind schon im Finale. Okay. Ja, ist nicht Best of 512. Round of 512. Es ist wirklich das Finale. Und ich sag ja mal, kann den da jetzt gerade. Also, ich kann DotPixels jetzt keinen Vorwurf machen. Es wirkt nicht so wie ein Finale, ehrlich gesagt. Aber nee. Ja. Ist so richtig. Ja, Dennis geht da offensiv. Macht einen Frag. Korai kommt danach. Hier gegen 4 Ausgangslage Tarsim, jetzt. Tarsim schießt nochmal Saiken an. Ach, das macht doch Spaß jetzt. Wenn läuft, dann richtig. Tarsim, 1-on-3. Hui! Gesicht noch gegen Felix. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass er gleich auf Knife gegangen wird.
Nein, doch nicht. Er wird einfach mit der Bison drüber gefahren. Finale ist vorbei. 16 zu 1. Knapp. Knapp. Okay.